Grüß Gott, und ihr wollt in der Staatsbibliothek Hausverbot erteilt. Und? Grüß Gott, und ihr wollt in der Staatsbibliothek Hausverbot erteilt. Ich bin ja Physikstudent und muss da arbeiten. Und zwar war das ungerechtfertigt. Aber, ja, was kann ich da machen? Ja, ich bin ja völlig unschuldig. Die Sache war die, ich hatte während dem Studieren, also Bücher ausleihen, eine Sonnenbrille auf und wollte die Staatsbibliothek verlassen. Da kommt ein mir unbekannter 20-jähriger Student vielleicht zu mir her. Er stellt sich vor mir hin in der Schlange und zieht mir die Sonnenbrille vom Gesicht runter, gell? Das ist da schon erstmal Diebstahl, Sachbeschädigung und was weiß ich. Ein mir völlig Unbekannter zieht mir die Brille runter. Da gab es einen Wortwechsel, lauten Wortwechsel, das verrückte der Brille und so weiter. Dann kommt irgendein Ordner oder was und verteilt mir wegen dem Wortwechsel Hausverbot. Okay, jetzt verstehe ich, aber Sie haben überhaupt kein Mitleid. Also, ja, also der offizielle Weg ist entweder die nochmal reden. Jetzt ist allerdings, wann sich in meine Staatsbibliothek drin zu kotzen. Ja, da ist unten so ein Ordner, ich weiß nicht, ist das ein Polizist oder ist das ein Ordner, wissen Sie? Kein Polizist, aber auf jeden Fall ist unten ein Ordner und dann oben im Drehkreuz noch so ein Ordner. Jetzt sollte man mit dem Ordner reden oder mit so einem. Das könnte man probieren, ja. Also wie gesagt, die Person, die mein Hausverbot erteilt hat, kenne ich auch nicht. Der hat halt irgendwie autoritäre Ausstrahlung. Also Zivilgericht ist der Schaden, den ich erleide, wird immer größer. Okay, und Zivilgericht letztens dann. Danke.